gegenfiebern, vielleicht vorentscheidend, was die Meisterschaft betrifft, der zweite gegen den vierten. Die Grazer, das ist eigentlich bemerkenswert, haben die letzten 5 Heimspiele gegen Casino Salzburg nicht gewinnen können. Aber hier stehen einander die beiden besten Frühjahrsmannschaften gegenüber. Die Grazer sind zum Beispiel seit 11 Spielen ungeschlagen. Wirklich ein schöner Rekord auch für Osim. Auf der anderen Seite, nach der Niederlage gegen den LASK, da steht Casino Salzburg ein bisschen das Wasser bis zum Hals. Man weiß, man muss etwas tun. Und Trainer Otto Baric kann einen Motivator wieder einsetzen, nämlich Heimo Pfeifenberger. Zum ersten Mal nach seiner langen Verletzungspause vom Anpfiff an dabei. Sein Gegenüber im Tor, ganz interessant, Roland Goriub. 5 Spiele ohne Gegentor, zuletzt beim 1:1 gegen Salzburg. Und es war das Spiel der Superlative in Graz. 11.000 Zuschauer in der Kurven, Hunderte auf den umliegenden Balkons und Hochhäusern. Hunderten wurde das Eintrittsgeld zurückbezahlt, weil sie trotz Eintrittskarte keinen Platz mehr in der Kurve fanden. Das Spiel beginnt von Beginn an wie ein Cupspiel. Stürmt die Mannschaft in den weißen gestreiften Dressen Salzburg, ganz in den violetten Dressen, und schon nach 5 Minuten die erste gelbe Karte. Sie sieht der russische Libero bei Sturm Tschernyschow nach diesem Foul des durchbrechenden Stadler. Das Spiel beginnt mit Tempo, mit Kampf, mit Rasse. Die Salzburger, so wie sie im Europacup erfolgreich waren, mit einem richtigen Kontersystem. Alle passen auf Pfeifenberger, auf Kopfball von Leiner, und dort stürmt Glück, und auch Eigner lässt dann die Chance im Nachschuss aus. Leiner völlig frei, guter Kopfball, der Ball schien schon ins Tor zu gehen, hatte unglaublich viel Effekt, dreht sich noch an die Stange, und Eigner, zu überrascht über diese Chance, lässt diese frühe Führungsmöglichkeit für die Salzburger aus. Aber sie spielen stark, sie spielen konzentriert, die Salzburger, in dieser Anfangsphase. Da springt der Ball Adner an die Hand, aber Schiedsrichter Stuchlich zeigt keine Absicht, das Spiel läuft weiter. Winkelhofer, da nimmt der Maß, Schuss, und er überrascht Goriub, und erst nach 481 Minuten geschlagen. Den letzten Gegentreffer hat er in Salzburg kassiert, und jetzt nach mehr als 5 Spielen wieder ein Gegentor. Torschütze Winkelhofer, ein frühes, ein schnelles Tor für die Salzburger, schon nach 12 Minuten. Goriub etwas in Sicht verstellt, reagiert etwas zu spät und ist von der Wucht des Schusses von Winkelhofer überrascht, und da freuen sich die 300 mitgereisten Salzburger Fans natürlich über diese unerwartet rasche Führung der Salzburger. Aber wer gedacht hat, dass Sturm durch dieses Tor sich jetzt zurückdrängen lässt, dass die junge Sturmmannschaft demoralisiert ist, der hat sich getäuscht. Man mobilisiert alle Kräfte und spielt so, wie man es vom Publikum erwartet. Herrlich gemacht, und Wettel, und knapp vorbei. Eine Riesenmöglichkeit, wenig später schon für den Ausgleich. Kapitän Arnold Wettel mit dieser tollen Chance. Angetrieben aus dem Mittelfeld immer wieder vom unermüdlichen Walter Hörmann, dreht sich das Spiel jetzt. Anfangsphase klar im Zeichen der Salzburger, aber je länger das Spiel läuft, desto stärker wird Sturm. Hier bekommt Artner gelb für dieses Foul an Hörmann. Er hat einfach das Bein stehen gelassen, und der durchsprintete Hörmann wird also hier gefault. Gelbe Karte. Hektisches Spiel, aber ein temporeiches Spiel, bei dem Kampf, Einsatz, Moral beider Mannschaften wirklich stimmen. Die Salzburger jetzt deutlich zurückgedrängt, sind unter Druck. Angetrieben von einem begeisterten, fanatischen Publikum, spielt Sturm jetzt so, wie man es von der Mannschaft erwartet hat. Und ein riskantes Rückspiel, da muss jetzt Konrad genau aufpassen. Aber immer wieder Sturm. Salzburger ohne Feiersinger. Hörmann, der Ball wird abgefälscht, und das ist der Ausgleich. Keine Chance hier für Otto Konrad in der 27. Minute. Der Ausgleich durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt, wenn auch etwas glücklich bei diesem Schuss von Hörmann. Aber Sturm hatte zu diesem Zeitpunkt diesen Ausgleich wirklich verdient. Schuss von Hörmann, eine Seltenheit mit dem rechten Fuß. Der Ball wird noch abgefälscht, und Otto Konrad versucht noch zu retten, was zu retten ist. Der Ball springt auf und über seine Hand drüber ins Tor zum Ausgleich zum 1:1. Die Salzburger also ohne die verletzten Feiersinger und Jurcevic und ohne den gesperrten Hasenhüttl. Und dieses Tor beflügelt weiterhin Sturm. Es spielt nur eine Mannschaft jetzt, und das ist Sturm. Chancen über Chancen werden jetzt herausgespielt, Haas aber etwas zu hoch und über das Tor. In dieser Phase des Spiels die Salzburger völlig eingeschnürt in der eigenen Spielhälfte. Vastic.
Da springt der Ball zwar gegen die Hand, aber es war mehr der Körper von Winkelhofer. Stillspieler reklamieren hier auch nicht. Es war hier sicher kein Elfmeter zu geben. Eckball. Konrad verfehlt und der aufgerückte Tschernischow bringt Sturm mit 2:1 in Führung. 2:1 für Sturm noch vor Ende der ersten Spielhälfte. Fehler von Otto Konrad nach diesem Eckball. Hier sehen Sie es, er zögert etwas mit dem Herauslaufen, kommt nicht an den Ball und der russische Legionär Tschernischow, ein großartiger Libero im richtigen Moment, aber vorne erzielt hier sein erstes wichtiges Tor und man sieht es dem Otto Baric an. Dieses 2:1 für Sturm tut ihm weh und dann ein unnötiges Foul von Mario Haas. Dafür sieht er gelb. Tut ihm später sehr leid, denn er trifft seinen ehemaligen Kumpel Hieden, der gemeinsam mit ihm bei Sturm gespielt hat. Mit einer Knieverletzung muss Hieden aus dem Spiel. Für Haas hat das aber fatale Folgen. Passen Sie auf. Hier ärgert er sich, schießt den Ball weg. Und das ist Unsportlichkeit und Schiedsrichter Stucklick zögert nicht, ihm noch einmal gelb und damit gelb-rot zu zeigen. 2:1 zur Pause für Sturm und ein prominenter Gast auf der Tribüne. Es ist zunächst ein temporeiches Spiel von beiden Seiten hier und Falkenberg hat natürlich 3 Wochen nicht gespielt. Und er tut sich schwer, diesen Tempo hier, bei diesem Tempo mitzuhalten, aber was er kann, das wissen wir bereits. Kann heute noch eine Entscheidung fallen, das heißt, dass Falkenberger nach Deutschland zu Kaiserslautern geht? Es wird in den nächsten 14 Tagen eine Entscheidung fallen. Wir haben 3 Mann in der Auswahl und er ist ganz oben dabei. Nach Seitenwechsel die Salzburger mit Kozian für den verletzten Hieden. Etwas offensiver, verständlicherweise eingestellt. Aber Sturm beginnt auch die zweite Hälfte etwa in der Tonart, in der sie die erste beendet haben, mit pausenlosen Angriffen. Prilasnik hatte diese Möglichkeit. Und die Salzburger laufen sich immer wieder fest an der gut gestaffelten Abwehr. Und Sturm verlegt sich jetzt auf die Taktik, die der Mannschaft besonders liegt, auf schnelle Konter. Wettel. Geht hier auf der linken Seite, unwiderstehlich durch, hat nur noch einen Gegenspieler, Fürsthaler, den lässt er stehen. Schießt und Pech für Sturm hier. Lattenschuss von Wettel in der 48. Minute. Riesenmöglichkeit jedenfalls, hier vielleicht das Spiel vorzeitig bereits zu entscheiden. Noch einmal, keine Chance für Konrad und Glück für die Salzburger. Der Ball springt zurück und dann hat auch noch Konrad Glück, dass der zurückspringende Ball von ihm nicht wieder zurück in Richtung Tor fällt. Nach einer Stunde zieht sich Sturm dann etwas zurück und die Salzburger kommen langsam besser ins Spiel. Salzburger sind ja, wenn man so will, der Angstgegner von Sturm. Von den letzten 12 Spielen hat Sturm 9-mal verloren, 3-mal gab es ein Unentschieden und 5 Jahre ist es her, seit Sturm das letzte Mal am Sturmplatz gegen die Salzburger gewonnen hat. Jetzt haben die Salzburger spielerische Vorteile. Sturm überlässt ihnen zum Teil jetzt auch das Mittelfeld, baut aber am eigenen Strafraum eine geschickte Abwehrmauer auf, sodass die Salzburger es immer wieder mit Weitschüssen versuchen, aber zumeist das Tor nur schlecht oder kaum treffen. Sturm hingegen wartet weiter auf den Konter. Salzburger müssen ja mehr aufmachen und da kommt Sturm zu Konterchancen und Grassler hier mit dieser Möglichkeit, mit der er aber Konrad nicht bezwingen kann. Etwa 75 Minuten gespielt, Sturm führt nach wie vor mit 2:1. Kraftvoller Durchbruch von Schopp und wieder Otto Konrad. In der Schlussphase wechselt dann Otto Baric, der recht aufgeregt ist, da ein bisschen was von oben herunterfliegt. Einige Wurfgeschosse, die üblichen Bierbecher, wird beruhigt vom Schiedsrichter, dass er wieder seinen Platz einnehmen muss. Er wechselt dann Edi Glieder ein, setzt also auf totale Offensive. Mladenovic, Stadler, kurz abgewehrt von Milanic, Mladenovic und da ist Glieder und in der 80. Minute der fast nicht mehr erwartete Ausgleich für die Salzburger mit der ersten wirklichen Tormöglichkeit und der früher beim GAK tätige Edi Glieder schießt sein erstes wichtiges Tor, vielleicht das wichtigste bisher in seiner noch kurzen Salzburg-Karriere für die Salzburger zum 2:2. Noch einmal hier. Die Flanke, Milanic kann den Ball nicht weit genug wegbringen. Mladenovic zieht ihn geschickt zur Mitte und mit dem linken Fuß gut reagiert von Edi Glieder. Der Ausgleich zum 2:2.
Dann noch eine Möglichkeit für die Salzburger. Aber es bleibt beim 2:2 für die Salzburger ein fast glücklicher Punkt, den sie noch geholt haben. Dennoch, Sturm mit Ivica Osim, der hier jetzt schon den Schlusspfiff will, kann zufrieden sein. Die Mannschaft hat die längste Erfolgsserie in der Clubgeschichte. 12 Spiele in Serie umgeschlagen, das gab es bisher noch nicht. Und die Mannschaft verabschiedet sich, wie es sich gehört, von ihrem Publikum, das heute voll und ganz in einem tollen Spiel auf die Rechnung gekommen ist. Endstand in Graz also. Sturm gegen Salzburg. 2:2. Erstens, wir haben heute sehr gut gespielt. Wir haben erste Halbzeit, wir haben ausgezeichnet gespielt. Nur wir haben 3-4 Minuten zwei ganz grobe Fehler gemacht und in 1:2 Richtung gekommen. Natürlich mit diesem, nachher, das war Haas ausgeschlossen, wir waren bessere Mannschaft, wir haben mehrere Chancen, aber Sturm war gut. Das heißt, das war ein gutes Spiel und ich glaube ein korrektes, verdientes Resultat 2:2. Wir nehmen jedes Spiel wie ein Cupfinale und wir werden sehen, wir haben am Samstag jetzt zwei gesperrte Spieler. Es wird sehr schwer werden gegen den LASK, wir müssen uns konzentrieren, damit wir den LASK schlagen können. Wie war das Tor aus Ihrer Sicht? Naja, es war ein etwas glücklicher Schuss von mir am 16 Meter. Der Ball ist, glaube ich, von irgendjemandem abgefälscht worden. Aber ich bin sehr froh, denn es war in dieser Phase ein wichtiges Tor. Ja, richtiger Tipp X durch das 2:2 und ganz interessant, viele Tore, was wir bisher gesehen haben, durch Weitschüsse. Macht das Ganze natürlich faszinierend. Jetzt also zum neuen Tabellenführer. Der 7. Baumit Admira Wacker